Die Geschichte beginnt an einem ganz gewöhnlichen Dienstagnachmittag. Robby malt mit allem, womit er malen kann. Und dieses Bild ist für den Sandmann. Wo wohnt der Sandmann überhaupt? Fragt Robby seine Schwester Anne. Aber die weiß es auch nicht. Da fährt der Postbote Zacharias Zipfel mit seinem Hund Leopold vorbei. Der müsste es doch eigentlich wissen. Der erste Postbote aber ist der Wind. An den Sandmann? Keine Straße? Keine Hausnummer? Und der Sandmann überhaupt? Die Post weiß ja alles. Aber hier bin ich ratlos. Plagen dich verzwickte Fragen? Die Auskunft kann dir alles sagen. Warum? Wie? Und wo? Hinter dem Wald. Leopold, jetzt willst du dich wohl drücken. Ach so, der Sandmann wohnt im Märchenland. Und wie geht es weiter? Am Brunnen vorbei, wo der Froschkönig wohnt. Sieht eigentlich ganz manierlich aus. Aber nanu, nanu. Wie das knattert. Wie das rauscht. Was passiert? Die Post funktioniert. Also los, Leopold. Hallo, Froschkönig. Zum Sandmann nach rechts oder nach links? Weiß ich nicht. Ich spiele immer mit meinem goldenen Ball. Frag Schneewittchen. Lauf ein Ball. Schon die Post gebracht. Oh, Entschuldigung. Sag, wo wohnt der Sandmann? Ich habe einen Brief für ihn. Das weiß niemand genau. Aber ich habe seinen Schlafsandbeutel geflickt und den will er sich in 4 Tagen hier abholen. Erst in 4 Tagen? Meine Hundenase findet immer den richtigen Weg. Leopold bellt schon. Kannst du den Schlafsandbeutel nicht auch mitnehmen, bitte? Aber gern. Auf Wiedersehen. Eine Schlangenkönigin. Ach, du Einhorn-Donnerwetter. Leopold, das war eine falsche Spur. Hm?
Na, ob das jetzt stimmt, Leopold? Da haben wir die Bescherung. Schlafsand. Auch wenn es Eierkuchen schneit, die Post kommt pünktlich. Jederzeit. Na bitte. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja? Ja. Oh. Ein Brief für den Sandmann. Ah. Ein Brief ist wie ein Schlüssel. Auch wenn Dornenhecken drohen, die Post kommt doch. Die schafft es schon. Leopold, wach auf! Hallo! Die Post ist da! Wir geben nie auf. Du weißt doch, Leopold. Ehe du es gedacht, hat Zipfel schon die Post gebracht. Fabelhaft, Leopold. Du bist beinahe schon ein richtiger Briefträger. Keine Angst, Leopold. Ein guter Postbote ist immer für alle Lebenslagen gerüstet. Und der Brief ist auch wieder unten. Nun fehlt uns nur noch eine Schnur und wir befördern ihn mit der Luftpost. Leopold, wo hast du denn den gefunden? Ja, hallo, von Schneewittchen. Oh, wie eine Rolltreppe. Hepp. Oh, oh, wie das kitzelt. Schlafenszeit. Und welches Fahrzeug nimmt er heute? Leopold, benimm dich. Schon sitzt Zacharias Zipfel neben dem Sandmann im Hubschrauber. Und das Motorrad hängt wie ein Rettungsboot an der Leine. Und da unten ist das Märchenland.
In 7 Augenblicken sind wir an der Post. Leopold, wo bleibst du? Nur Mut! Nun spring schon! Bauchlandung, beinahe! Oh.